Hallo, meine schnell flüchtenden Barbarenfreunde und herzlich willkommen zurück zum weiteren löschig-flauschigen Ründchen hier bei War Tales. Heute wieder mit der Farbanpassung und allem drum und dran. Ich habe jetzt ein komplett neues Update nochmal draufgezogen, Grafikkarte nochmal alles neu gemacht und jetzt bin ich mal am gucken, ob ich immer noch zu viele FPS-Spikes habe oder ob sich das Ganze jetzt verbessert hat. Guck mal, da ist übrigens jetzt ein Kletterhaken, den wir nicht gesetzt haben, ja? Den haben wir nicht gesetzt. Genau, da müssen wir jetzt mal gucken. Ach ja, ich habe hier ein paar Sachen mitgenommen. Hätten wir verkaufen können. Warte mal. Lese dies um eine neue Strategie für Strategie. Schaden von Schussfertigkeiten um 20% erhöht. Ah, genau, da habt ihr mir ja auch was. Da habt ihr mir auch was mitgeteilt. Hier, da muss ich nämlich mehr da drauf eingehen. Ach, guck mal, Fertigkeitsstrategie 1. Wir haben ja Opportunismus, erhöht Schaden von Gelegenheitsangriffen. Gelegenheitsangriffe haben wir ja ein paar, aber ist jetzt nicht unbedingt so heftig wichtig. Wir können entweder vertieren, verursachter Schaden um 10% erhöht, oder aber, was mich natürlich näher interessiert, ist Schaden von Schussfertigkeiten. Das ist schon ganz krass, weil Bardi Hardy ist ja schon heftig, dann macht er mit mehreren Durchschüssen und sowas. Und auch Pief ist ja nicht so ohne, plus noch die Zusätze, die er da ja machen kann. Gar nicht so schlecht. Genau, so. Haben wir das auch mal gemacht. Jetzt haben wir das auch mal geklärt. Und jetzt ziehen wir von hinnen. Und zwar auf ins Grab, würde ich mal sagen. Ihr könnt mir gerne mal berichten, ob das für euch ein bisschen was gebracht hat, was ich getan habe. Oder ob das alles eher so, naja, semi war. Würde ich schon mal gerne wissen. Weil ich schon gerne hier ein bisschen das alles anpassen wollen würde. Dass es hier auch flüssiger läuft. Da habe ich auch in 7 Days das Problem gehabt und alles. Deswegen, ich muss jetzt mal gucken, dass er wieder läuft. Ist ja auch manchmal so ein bisschen der Nachteil, ne? Wenn da... Was oder wen kämpft ihr eigentlich? Lass mich mal jetzt nachgucken. Das muss ich jetzt mal wissen. Was ist denn hier los? Wer gegen Deserteure? Nö. Macht ihr mal euers. Ich habe da gerade gar kein Interesse dran. Denn ich möchte, ganz ehrlich, hier jetzt rein. Das Grab von Uldren. Und somit haben wir die 30-30 von den erkundeten Orten haben wir jetzt schon mal geschafft. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir, ich glaube, das Grab müssen wir einmal machen. Dann haben wir hier noch eine Quest. 1, 2 Quests. Da wären noch 2 Quests offen. Müssen wir mal schauen. Welche das sind? Ah, nee, warte mal. 1 ist ja hier noch. Genau, Rattenplage. 1 ist da noch. 1, 2, 3. Also wäre jetzt wirklich noch das hier, dann wären wir fertig. Das könnte so sein. Na dann, ab hinein. Oh, jetzt wird es gerade mal kurz laut. Nicht wundern, meine Frau macht sich gerade ein bisschen Sprudel. Wir haben jetzt nur das hier, genau. It's dark inside. We cannot come with you. We must patrol the grounds. The beast could return. Nimm das hier. Da drin ist es dunkel. Wir können euch nicht begleiten, weil wir das Gelände patrouillieren müssen. Die Bestie könnte schließlich zurückkehren. Oh, nochmal 5 Fackeln. Sehr gut. So, warte mal. Fackel die, Dackel die. Ihr hattet ja gesagt, hallo, kann ich da auch rein? Fährten wir Sabrikit? Entering the tombs is taboo for our people. The gods built them and still dwell there as spirits. Für unser Volk ist es tabu, die Gräber zu betreten. Die Götter haben sie errichtet und sie hausen dort noch immer als Geister. I've never had the honor of going inside. Ich hatte noch nie die Ehre, mich dort hineinzubegeben. Ihr müsst die ersten Fremden sein, die denen dieses Privileg zuteil wird. Was für ein beunruhigender Tag. But we must punish the raiders and stop them from causing any further harm in Ludern. Are you ready? Aber wir müssen die Plünderer bestrafen und verhindern, dass sie in Uldren noch mehr Schaden anrichten. Seid ihr bereit? Aber gerne doch. So, jetzt kommen wir rein. Ah, okay, ich habe schon gewundert, was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir die Fährtenleserin bei uns. Da ist ja nochmal, müssen wir nochmal mit ihr reden? Oder, warte mal, machen wir mal hier, da ist jetzt nichts gefunden. Ne, stimmt, hier kann ich das gar nicht anwenden, ne? Ich kann nicht glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Ich dachte nie, dass ich diese Ehre hätte. Ich kann es kaum glauben, dass wir tatsächlich hier sind. Ich hätte nie gedacht, dass mir diese Ehre einmal zuteil werden würde. We're about to explore the tomb of a man and a woman revered as guardian gods in Ludern and are among the foremost deities of Harag.
Wir stehen kurz davor, dass das Grab eines Mannes und einer Frau zu erkunden, die in Uldren als Wächtergötter verehrt werden und zu den wichtigsten Gottheiten Harak zählen. So, okay, Moment mal kurz, bin gleich wieder da. Ich muss nur mal kurz, ach Mist, geht überall raus. Gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, meine Frau musste mir mal jetzt da eine richtig krass grüne Spinne, also bei unserer Rosmarin auf dem Balkon, da hat sich eine richtig grüne Spinne dahin gesetzt. Sah richtig aus. Und, naja, ach Mist. Ja gut, wir haben das jetzt mal geschafft. Kann ich jetzt hier, nee, guck mal, das Witzige ist, ich kann hier nichts machen, ne? Ich kann hier nichts machen. Der eine hat einen Speer, der andere hat einen Bogen. Die Inschrift lautet Narses, womöglich der Name des Mannes, der in dieser Statue verewigt wurde. Und hier haben wir, die Inschrift lautet Horun, womöglich der Name der Frau, die in dieser Statue verewigt wurde. Ah, okay, okay, okay. So, jetzt müssen wir aber mal ganz kurz gucken. Diego hat immer noch Fackele. Dann Badi Hackele, Hackele, Hackele. Du kriegst jetzt auch noch Fackele. Nimm mal das bitte raus. Danke dir. Wo sind die Fackel denn? Dahin. So, Fackel für dich. Und ihr habt mir gesagt, am besten sind zum Beispiel die Schildträger, dass man denen das auch zuordnet. Also gut, dir könnte ich es auf jeden Fall machen. Du hast jetzt ja die Rotella. Nimm ich dir erstmal raus, dann ordne ich dir den erstmal zu. Dann haben wir drei mit Fackeln, aber ich weiß nicht, ich will mir meine Hilde jetzt nicht auch noch das wegnehmen. Die hat nämlich immer, die lasse ich wegen dem alazarischen Dreieckschild. Was wir aber machen könnten, wäre für Torus. Ja, ja, Torus nehmen wir auch erstmal noch weg. Der Schmetterschlag ist zwar ganz cool, aber ist jetzt nicht unbedingt essentiell wichtig. Die beiden können nicht, der kann nicht, jetzt sieht er kann nicht, Quenia kann nicht. Können wir nicht Anna Greta und Sally so eine Fackel in die Schnauze da stecken, dass sie dann damit auch noch so, na gut, dann können sie nicht mehr beißen, ne? So, was ist das jetzt? Untersuchen. Okay, hier kriegen wir einen Saphir. Hier kriegen wir ein Fragment eines Kleines und ein bisschen Gold. Und was kriegen wir hier? Auch nochmal ein Saphir, ein Fragment und ein kleines bisschen Gold. Ha, rechts oder links? Ist hier noch irgendwas? Warte mal, muss ich mal gucken, weil wir haben meistens immer noch, wo wir noch ein bisschen nachschauen müssen. Mach mal das bitte zu und das auch erstmal bitte zu, damit wir hier ein bisschen mehr Umsicht haben. Ja, wir müssen immer nach den Spuren schauen. Weil das könnten die beiden ja dann sein, ne? Und wir gehen erstmal links lang. Bei der Dame entlang. Schien der richtige Weg zu sein. Hm? Belorian Talisman. Okay, da können wir weiter sehen. Fragmente eines kostbaren Gegenstandes. Das sind die Fragmente eines kleinen. Kostbar ist aber noch nicht das höchste, ne? Nicht das höchste. So, warte mal. Muss ich hier mal wirklich alles ein bisschen absuchen. Wir gehen ganz langsam vor heute. Machen wir einfach, wir werden wahrscheinlich auf dem Bereich hier dann auch heute nur sein. Also nichts Besonderes. So, quatschen wir mit Aura. Please, don't kill me. I know it's sacrilege to even enter this place, but I beg of you, hear me out. Bitte, tötet mich nicht. Ich weiß, es ist ein Sakrileg, diesen Ort auch nur zu betreten. Aber schläge an, hört mir zu. I was standing watch outside to stop smugglers or Alazarians from sneaking inside, when this vile creature attacked me. Ich stand draußen wache, um zu verhindern, dass die Schmuggler oder Alazarianer in das Grab schleichen, als mich diese schrappscheuliche Kreatur angriff. A rat! A plagued rat! It lunged at me and knocked me over, then ran inside the tomb. I tried to catch it, of course, but it managed to escape. And then I realized it bit me. Eine Ratte, eine Pestratte. Sie sprang mich an und stieß mich um. Dann floh sie ins Grab. Ich versuchte natürlich, sie zu fangen, aber leider entwischte sie mir. Und dann wurde mir klar, dass sie mich gebissen hatte. If you give me a cure, I promise to help you. Otherwise, at least let me go buy one from the smugglers. Wenn du mir ein Heilmittel gibst, verspreche ich euch zu helfen. Wenn nicht, lass mich wenigstens gehen, damit ich bei den Schmugglern eins kaufen kann. Hier, wir geben dem Pestheilmittel, komm mit. Du hast ja nur deine Arbeit gemacht, also ganz ehrlich. Nö, also wenn, nehmen wir mit. Dann haben wir zwei Verbündete jetzt, das sind beide Stufe 9. Schade, dass man, das wäre cool, wenn noch mehr Klassen so kommen. Haben wir ja, glaube ich, Leute so mit Jelenovas da im Chat, im Dings ein bisschen gequatscht auf, in den Kommentaren. Wäre witzig, noch mehr andere verschiedene Klassen zu bekommen. Das wäre noch auch so ein Ding, wo ich sagen würde, boah, genial. Das wäre richtig genial. So. Ihr werdet verfolgt. Eure Gefährten hören ein heiseres Atmen durch das Gemäuer hallen. Plötzlich taucht im Schein eurer Waffe, Fackel, ein verzerrtes Gesicht auf.
Krüchor. Kämpfen. Wir haben diesmal mehr Fackeln. Ich habe mehr Blick. Mehr Blickwinkel. Jetzt brauche ich erstmal wieder das. Okay, dem hätte ich vielleicht auch noch eins geben sollen und ihr hätte ich auch noch eine Fackel geben sollen. Weil, warum bist denn du eigentlich nicht repariert? Immer noch nach dem Kampf ist sie noch immer angeschlagen, aber weil, na egal. So, pass mal auf, wir müssen jetzt ein bisschen umstellen, bin ich der Meinung. Inot und Pief so ein bisschen so zusammen. Pief kriegt auf jeden Fall Mr. Berchi. Mr. Berchi und Pief sind so jetzt so Best Buddies und sowas, weil ist so sein, ne? So, guck mal, hier habe ich dann noch Juli Reis. Jose, da steht dazwischen mit Sally. Ihr habt die Wand. Na gut, von hinten dürft ihr euch jetzt nichts nähern. Dann würde ich das eher so machen. Oh, Anfälligkeit. Ach so, mit dem Fackelschein. Die ist ja stimmt. Die kann im Dunkeln besser arbeiten. So, hier haben wir Hackerle, der Nice und den Torus. Wäre eher so rum besser, ne? Genau. Und Diego, wäre das nicht besser, wenn du so rumstehst und Hildchen tauscht? Anfälligkeit? Ist er wieder weg? Ne, jetzt hat er Anfälligkeit. Warum? Weil er da im Schatten steht oder was? Na egal. So, wir fangen an. Wir fangen an, weil ich glaube, dass die alle so ein bisschen aufgeteilt sind. Ich würde erstmal hier so ein bisschen hingehen. Also sie hat Anfälligkeit, wenn Licht ist und die anderen haben Anfälligkeit, wenn das ist. Oh, sehr schön. Damit kriegt Nicer den ersten Happen. Na gut, den ganzen Happen kriegst du noch nicht. Aber zumindest erstmal so ein bisschen. Hier habe ich zwei Fackeln, ne? Wäre jetzt auch ein bisschen tödlich. Hätte ich eher nach da hinten schicken können. Wo rennst du jetzt hin? Ja gut, der findet den einfach. So kann man es auch machen. So, pass mal auf. Hackerle. Hackerle, Hackerle, Hackerle. Mach mal Ende Melende. Oh doch, kannst ja trotzdem Ende Melende machen, weil wenn das nicht funktioniert, hätte ich dann einfach gesagt, Fackelschlag, ne? So, jetzt gehen wir wieder hier ein Stück hin. Dem muss ich jetzt dann auch nochmal die Fackeln geben. Wäre am sinnvollsten. Na gut, jetzt kommt der drauf, aber das ist nicht so schlimm. Anna Greta, du gehst mal kurz daran. Oh, warte mal, das war jetzt. Nee, aber es geht noch. Alle hab. Und dann geht Anna Greta wieder zurück und macht den ja so. Ah, sehr schön. Oh, guck mal, das ist gut, das ist gut. Das ist gut. Wenn ich jetzt mit Pierre den Schuss. Ne, kann ich ja noch gar nicht. Warte mal, das machen wir aber anders. Dann stellen wir uns einfach so neben ihn, dann sehen wir den ja direkt. Hä? Mach dann halt so. Und? Ach, Mr. Berchi und Pierre. Also die Bienen, die machen das schön. Die merken das schön. Das läuft, das läuft, das läuft. So, jetzt stellst du dich mal wieder dahin. Warum hast du Anfälligkeit? Das wundert mich gerade. Sally, 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 du gehst mal kurz da ran. Schnappst da nochmal rein. Gehst wieder zurück. Und dann warten wir. Ach, guck mal, schöner Nackmull, der gleich von unserer Hilde empfangen wird. Problem ist halt jetzt natürlich so. Ich würde mit ihr das jetzt machen, aber ich würde eher warten, dass noch mehr herauskommen. Weißt du was? Geh du mal da ran. Mach das hier. Dann gehen wir wieder ein Stück zurück. Es hat jetzt gerade Sinn und Zweck dabei, ist wegen dem Bein jetzt hier. Da warte ich jetzt gerade mal ab, weil ich, wo die herkommen, damit ich dann mich wieder darauf reagieren kann. Ist ja außerdem passt das immer noch. Besser kann man nichts machen, wa? So, jetzt ist die Überlegung. Ich könnte mit dem hier. Ne, geht halt noch nicht ganz, ne? Bis dahin habe ich 10,5. Bis dahin und danach da. Reicht das aus, um sie abzuwerfen? Okay, nein, das hat so nicht gereicht. Okay, gut, dann weiß ich bei sowas demnächst Bescheid. Ja, das müssen wir natürlich auch nochmal gucken. Ich kenne mich da noch nicht ganz so aus mit dem Dunkeln, wie ich das so richtig erkennen kann. Ah, sehr gut. Da haben wir einen. Und die ist nochmal dran. Ich würde sagen, Torus Horus, du kannst ja hier so ein bisschen mal reinlaufen.
Und dann kannst du die hier eigentlich, naja, nicht ganz so, ne? So ist besser. So. Und weil es nicht kostet, nehmen wir das hier. So. Ach Mist, jetzt ist da hinten. Aber hinten kann ich jetzt gerade keinen mehr setzen, ne? Ach ja, gut. Dann machst du den hier. Beendest du. Nee, du beendest dann. Jetzt müssen wir mal gucken, da kommt der nächste raus. Okay. Habe ich hier noch einen? Ach, guck mal, Yoshida habe ich ja noch, ne? Pass mal auf, Yoshida, du kannst ja den Hit dann so machen. Boah. Der Schrei war jetzt. Da müssten sie. Das wäre halt noch cool, wenn man dann so diesen anderen Schrei da so. Irgendwie so einen Schrei da noch einfügt oder sowas. Hä? Achso, das war der jetzt, ne? Ich habe nur 1, 2, 3. Wen habe ich denn noch? Also ich habe noch Hildchen auf jeden Fall. Quenio und Body Hardy, ne? Ah ja. Naja, okay. Na komm, machst du den hier erstmal weg. Ah. Da fehlt etwas mehr Spackerlicht. Jetzt kommt nämlich noch einer heraus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, du kannst du eigentlich eher den hier machen. Weil dann kannst du dich besser um den anderen da kümmern. Ach, schön. So, jetzt warten wir. Ah, Mist, die kommen alle da unten. Da habe ich jetzt natürlich keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Gut. Oder auch nicht. Ja, Quenio, das Problem ist, es bringt mir jetzt gar nichts, da irgendwas zu machen. Jetzt warte ich noch, bis die letzte herauskommt und dann haben wir drei Ratten, die wir noch machen müssen. Ja. Bleibt mir das nur wirklich so übrig. Sehr schön. Guck mal, warte mal, was wir machen. Wir machen jetzt Knurren, damit hat die Anfälligkeit. Und dann machen wir hier Runde beenden. Und jetzt gehen wir einfach hier hin. Ach doch, geht, geht, geht. Wir haben das ja schon mal getestet. So, machen wir das und... Ja, heute mal ja, weil es noch eine und bis die dann irgendwo wieder rauszieht, da habe ich jetzt wirklich nicht gerade die Lust, da weiterzumachen. Deswegen machen wir das so, dann machen wir das so. Sag mal, ich muss mal kurz was gucken, aber ich sehe die gar nicht, wa? Die ist nicht in. Doch, die war jetzt in meiner Truppe dabei. Pferdenleser, bist du jetzt voll aufgebollert und du bist auch voll aufgebollert, ne? Genau, du kriegst ja, du hast ja den dabei. Ich würde gerne, ganz gerne, dass du das hier noch bekommst. Gib mir mal, kann ich den. Ah, ich kann dir nichts geben. Hm. Okay, gut, dann untersuchen wir mal hier alles wieder. Erstmal müssen wir gucken, ob wir hier irgendwo nochmal so ein Dings finden. Ja, ihr seht auch ganz viel, ne? Okay, dann untersuchen wir das mal. Ein gelehrter Gefährte könnte die Inschrift auf diesen Grabstein womöglich entziffern. Na, das kann dann unsere Mrs. Julie Reis machen, die Meisterin darin ist. Die Inschrift lautet: Horun, ihr habt den Pfad der Sterne zuerst eingeschlagen, bald wieder vereint, gemeinsam. Der Rest lässt sich nicht entziffern. Horun hat den Pfad der Sterne als erstes eingeschlagen. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt in die Richtung mal lang. Oh. Okay, was ist das da? Ach, guck mal da. Kriegen wir wieder eine neue Rune der Zerstörung entdeckt. Interessant, interessant. Gut. Oh, rot. Dreieck. Rot ist Dreieck. Warte mal, da muss ich mir erstmal meinen Stifti-Hüfti. Da haben wir den. Rot. Und dann machen wir hier. Wupp, 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 wupp. So, dann habe ich schon mal das. Ist ja meistens nach Farben gesortiert. So, hier können wir ja mal aufbrechen. Das lassen wir wieder. Wisst ihr was, dass wir überall hier schon eigentlich, glaube ich, Meister sind? Nur, doch, doch, der, selbst der TÜV, nee, der Angler noch nicht, ne? Der Angler ist noch kein Meister. Bin echt gespannt, was wir da wieder rausbekommen. The grave is empty. That's impossible.
The goddess's body should be here. Das Grab ist leer? Das ist unmöglich. Der Leichnam der Göttin sollte hier sein. Those damn scholars. They had the gall to move her. We must find them before they take her from Luden. Ich mach die Animation gerade so. Diese verdammten Gelehrten. Sie hatten die Frechheit, sie anderswo hinzubringen. Wir müssen sie finden, bevor es ihnen gelingt, sie aus Uldren fortzuschaffen. Genau, das ist mein Loot. Das ist mein Loot. Kann ja nur nicht wahr sein hier. Nur mein Loot geklaut. So, jetzt gehen wir mal da rein. Wir dürfen das. Wir sind auch barbarisch, ja? Wir dürfen da was machen. Oh, süß. Was bist denn du? Mond? Stern? Warte mal. Das schreibe ich mir mal ganz kurz aber auf. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist. Also Mond links, Stern in der Mitte und die Sonne rechts. So, jetzt gucken wir aber hier, was wir nochmal weiter anlangt, bevor wir die Pestratte anquackeln. Okay, quatschen wir sie mal an. Die Pestratte hat sich von ihrem Nest entfernt. Sie sieht verängstigt und verwundbar aus. Fangen, erledigen, gehen lassen. Die sind eigentlich total... Wir haben Sally schon. Aber Sally, das wäre jetzt eine Pestratte, ne? Das wäre jetzt eine Pestratte. Die Frage ist... Warte mal, normale Ratten gab es ja nicht. Es gab ja nur diese Pestratten dann. Ich muss jetzt kurz mal sinnieren. Ja, stimmt. Komm, nehmen wir sie mit. Pestrat hat sich eurem Trupp angeschlossen. Eure Gefährten haben keine Meinung zu dieser Entscheidung. Warum wohl? So, wir können uns ja mal angucken, was hier... Oh, guck mal, das ist eine Stufe 9er Ratte. So, diese Einheit hat die Chance, beim Besuchen verschiedener Orte Käse zu finden. Wenn diese Einheit einen Gegner tötet, nehmen sie bei der nächsten Mahlzeit keine Nahrung zu sich. Also mal, wann ist eine Pestratte? Ist doch aber nicht voll auf Gesundheit, oder? Sie macht doch ein bisschen Stärke dann, oder? Sie ist infiziert, diese Einheit ist Pestversetzt. Sie könnte die Pest übertragen, indem sie jemanden im Kampf verwundet. Das ist cool. Wie cool. So, wollen wir mal hier? Nein, nein, das wollte ich, genau. Danke dir. So, dann könntest du mal hier nochmal ein bisschen Stärke reinbringen. Hier auch nochmal Stärke. Wir haben noch 6 Points. Ich würde den auf 40 hochbringen. Wir bringen ihn hier auf 40 hoch, dass er ein bisschen, Leben hat. Und dann machen wir noch einfach so ein bisschen in Stärke, damit es ein bisschen schadensmäßig macht. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich habe keine Ahnung. Jetzt haben wir aber auch noch eine Pestratte im Team. So. Und dann bist du... hast nicht gerade eine hohe Tragfähigkeit, aber du wolltest auch nur 2 Nahrung. Das ist okay. Käse. Nochmal noch ein Käse. Die Einheit kann nur ab 50%, wenn 2 Einheiten desselben Spezies dieser Fertigkeit besitzen, besteht. Ist eine Pestratte gehört? Versuchen wir einfach mal. Diese Einheit gerät nachts in Rage. Diese Einheit kann nicht durch Schaden von Effekten getötet werden, Blut vergiftet oder verbrennen. Genau, so. Dann haben wir noch Pestratte, aber wie nehmen wir sie denn? Wie nehmen wir sie denn? Also das ist ja... Verletzung und Pyrophobie, erlittener Schaden durch Feuer um 50%. Achso, das ist, den kannst du halt nicht wegmachen. Jetzt muss ich mir nur überlegen, wie wir sie nennen. Also so eine Ratte. Ne? Wir haben ja unsere Sally, dann haben wir noch unsere... Das ist unsere Gerda. Das ist die Gerda. So. Sehr schön. Also Gerda, komm, wir gehen jetzt mal da durch. 3 Pfade liegen vor euch. Vor jedem hängt ein Banner. Welchen Pfad werdet ihr wählen? Ich würde gerne den Pfad der Sonne wählen. Aber wie seid ihr hierher zurückgekommen? Okay, also das war dann auf jeden Fall das Falsche. Das war dann auf jeden Fall das falsche Ding. So, machen wir mal Pfad der Sterne. Okay, Pfad der Sterne scheint richtig zu sein. Stimmt, der hat ja doch was gesagt von Sterne und so, ne? So. Das ist so blau und dann ist es dieses Ding. Okay, warte mal. So blau und dann ist es... Hopp. So. Oh, schon wieder so ein Rätsel. Ach du Heilige. Das ist auch immer so ein Spaß. So, was haben wir hier drin? Oh, guck mal, einen Goldschlüssel haben wir gefunden. Ein Sieb.
Die Wahrscheinlichkeit beim Bergbau Edelsteine zu finden. Okay, das ist cool wiederum. Diego hat bis jetzt was? Deckt beim Aufbau mit Hörwahrscheinlichkeit Ätherit. Aber Ätherit finde ich besser. So, okay, Juli. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Also das scheint oben links zu sein. Das scheint unten links zu sein. Das scheint mittig links zu sein. Das scheint in der Mitte zu sein. Warte mal, hier ist der Rand. Hier ist der Rand. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich erkenne das jetzt nicht ganz so gut, wie das aussieht. Okay. Also das hier scheint zu passen. Also der passt auf jeden Fall aufeinander. Und dann hast du hier den Bereich, der noch da drunter ist, ne? Also der da rein. Doch, warte mal, ich versuche mal ganz kurz was. So. Okay, das passt schon mal. Aber was mich jetzt verwundert ist, der passt nicht. Ich glaube, der geht ganz runter. Der geht da rein. Warte mal. So, ha, gut, musste hat einen Moment gedauert, jetzt das Ding da erstmal richtig hinzusortieren. So, wir haben auch noch die Rune Feldzug gelernt. So, manchmal, das ist schon, wo du ein bisschen mehr überlegen musst. Könntest du das eigentlich mal wieder schließen? Warum lässt du das auch immer wieder offen? Oh, warte mal, wir haben ja irgendwas, Kompendium? Achso, ich habe einen neuen Punkt gekriegt, ne? Dann werde ich mal jetzt in den Hufeisen. Guck mal, die Rate könnten wir noch machen. Oder aber ich mache erstmal hier die Bestände weiter. Das würde ich nämlich gerne erstmal fertig machen, dass ich das Lagerding habe. Weil guck mal, dann wird nämlich bald eins komplett dann schon fertig. Ihr wisst, was ich meine. Verdammt. War bald fertig. Nichts, das Pustekuchen, verdammt. So, wenn ich jetzt hier noch Mond gehe. Achso, okay, wir haben nur den richtigen Weg gewählt. Das war's, ist okay. Jetzt können wir nur noch da lang gehen. Dann machen wir hier lang. Oh, ich mag das immer, wenn wir nicht kämpfen müssen. Und da fehlt uns noch was. Wir können da noch nicht weiter gucken. Kodex des Kämpfens, Kapitel 2. Kronen, Rubinen und Fragment eines kleinen Gegenstandes. Hier können wir noch nicht rein, weil uns fehlt noch einer. Also müssen wir hier noch ein bisschen weiter erkunden. Je weniger Kämpfe, desto besser ist es. Na, guck mal, hier haben wir den Goldschlüssel. Hier haben wir instabiles Öl. Nach einem Nahkampfangriff auf einen Gegner besteht eine Wahrscheinlichkeit von 25% mit einem Gelegenheitsangriff nachzusetzen. Boah, der ist ja genial. Den würde ich mir nehmen. Kostbar, bisschen Geld, dann den Kodex. Untersuchen. Gefahr des Banner hat sich etwas versteckt. Rubine erhalten. Können wir, ist das hier nicht wieder auch irgendwas, wo du dann Dings einsetzen musst? Und hier sind auch wieder so zwei Dinge. Ja. Haben wir hier noch irgendwas, was auf den Dings hindeutet? Ne. Okay, dann gehen wir jetzt da. Ich glaube, wir laufen jetzt gerade im Kreis. Aber müssen wir, also wir hätten jetzt auch von der anderen Seite da einfach rangehen können. Genau, jetzt sind wir hier wieder. Hä? Hier sind wir? Okay, na lass uns mal nach unten gehen. Ach Mist. Die Atmosphäre ist angespannt. Eure Gefährten spüren, dass sie beobachtet werden. Ein Gefäß zerbricht auf dem Boden und verrät die Kreaturen, die euren Gefährten gefolgen. Naja, dann kämpfen wir mal wieder. Ich bin gespannt, welchen Artefakt wir da drinnen vielleicht finden. Das wäre mal interessant. So, also mal, fehlt mir jetzt einige Fackeln. Eins, zwei, das war Hackard hat, der Diego hat. Warte mal, da fehlt mir eher noch eine Einheit. Torus, Hackard. Ach, hier hinten seid ihr alle. Hier hinten seid ihr alle. Oh, Juli hat noch. Okay. Pass mal auf.
Badi Hardy geht mal hier noch mit hinzu. Hier haben wir Hilde, Badi Hardy, Torus und Dings. Dann holen wir dich schon mal hier mit rüber. Quenior Senior. Pass mal auf, hier oben haben wir noch eine schöne Gruppierung. Da brauchen wir aber auf jeden Fall auch nochmal einen Fackelträger. Hier packen wir uns noch einen Fackelträger rein. Mist. Ich habe ausgerechnet noch einen, der... Nee, jetzt sag mir bloß, ich habe jetzt nicht mehr noch einen Platzler. Warte mal, wenn ich dich da reinsetzen würde... Siehst du mal so die bewegungsfreudigste von allen. Ah, okay. Dann würde ich das auch gleich mal machen, dass ich Sally nehme. Und Sally geht gleich mal hier einmal hin. Oh, hi. Wenn ich dich beiße, das wäre nicht so gut, ne? Na, dann meine Sally. Dann gehst du mal jetzt hier hin. Oh, Yoshida kriegt gleich Besuch. Würde ich sagen, hier... Weil ich würde eher warten, wenn da noch einer kommt. Mädchen könnten wir ja hier so ein bisschen hinstellen. Ich will meine Sally schützen. Ich schütze meine Sally. So, ist mir egal. Und der weiß ja sowieso, also das, die spüren ja genau, wo sie hin müssen. Jetzt kommt der Krüscher. Das auf Diego. Diego ist ätzend. Kann ich mit Inoid mich da ein bisschen ransetzen? Inoid bringt mir da ein bisschen mehr. Sehr schön. So, ob ich nur so gehe oder so gehe, dann machen wir einfach hier den Speerwurf. Ich würde auch sagen, wir machen heute wirklich nur das hier. Autsch. Autschi, Autschi. Ah, guck mal, sie kriegt schon das Stück. Hat aber nicht ganz gereicht, was? Hat nicht ganz gereicht. Warte mal, wenn ich mit Quenio da hingehen würde, ja? Ich gehe mit Quenio dahin. Kann ich sie trotzdem damit treffen? Natürlich nicht. Okay, gut zu wissen. Ist klar, wenn ich da lang schwinge, da wird da auch gar kein Gegner sein, ne? Überhaupt nicht. Ach, das ist doch wieder so dödelig. Er ist schon wieder, finde ich, anstrengend. So, jetzt haben wir nochmal einen Kriecher dran. Wahrscheinlich sitzt der irgendwo da hinten. So, bei denen da. Dann mal Pief, dann mal Bärschi. Dann können wir auf Nice setzen. Nice geht schon mal dahin. Und kann erstmal drauf ballern. So. Ich hoffe, du hast einen Angriff noch. Nee, hast du leider nicht. Okay. Dann könnten wir noch eins machen. Ich könnte. Ah, geht halt nicht anders. Ich muss den halt daneben stellen, weil wir das nicht sehen. Ich hasse diese Dunkelheitskämpfe. Ich hasse sie einfach. So, jetzt machen wir nämlich den. So. Ja. Oder halt so. Ich glaube, den anderen, den kriege ich ja nicht, ne? Nicht. Also, wir haben zwei Punkte. Ich will mal was gucken. Könnte ich den jetzt sehen? Nee, ich kann den sehen. Oh, weißt du was? Wenn ich schon kann, ne? Ach, Gerda haben wir ja auch noch da. Mensch, Gerda. Aber das ist ja langweilig. Nord hat nichts mehr. Hackerl, Diego kommt auch nirgendwo ran, bin ich der Meinung. Nee. Nee, nee, nee. Oder warte mal, was ich machen könnte, ist, wenn ich bis dahin laufe, komme ich auch nicht ran. Ach komm, dann beenden wir den Zug mit Diego. Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Hackala, hackala, hackala. Nee, warte mal. Und aus was? Ich bin jetzt gerade so, ich werde mir nicht zu viele Punkte vergeuden. Vielleicht brauchen wir die noch gleich am Ende des Kampfes. Deswegen machen wir jetzt mal kurz den hier. Und dann können wir das hier machen. Dann gucken wir mal, jetzt kommt... Oh. Ah, okay. Gut auf Hildchen. Na, das geht ja. Das geht ja. Wo könnte ich da nicht tun? Nee, kann ich nicht. Ich muss immer alle einzeln angreifen. Oh, hi. Hi. So, dann machen wir den hier. Kriegt er zumindest alle was ab. Ey, du willst mir doch nicht ver... Du willst mir jetzt doch rollen, oder? Ah ja, okay, dann machen wir das so.
Ja, ich hatte gehofft, dass wir den da jetzt auch noch wegkriegen, aber ist leider nicht so. Warte mal, wir machen es jetzt mal so. Stelle ich das mal so hin. Ah, da kommt doch einer. Ja, dammig. Mit Torus komme ich jetzt leider nur bis da ran. Okay, dann gehen wir jetzt da ran. So. Und jetzt kann Torus noch bis dahin. Oh, da ist auch noch mal einer. Gut. Ist gefährlich. Ist gefährlich. Die macht aber nur 24 bis 29. Wen habe ich da noch offen jetzt gerade? Okay, warte mal. Was wir machen könnten, wäre, dass ich kurz hier hingehe. Den mal rausnehme. Jetzt gehen wir hier hin, soweit es geht, zurück. Dann mache ich das hier. Dann kannst du den hier kurz machen. Wir interessieren uns gar nicht für die Punkte, weil das Problem ist jetzt, dass wir hier erstmal gucken müssen, was noch... Ah, natürlich im Nahkampf. Sind aber diesmal ganz schön viele, ne? Ich glaube, der ist nachher nochmal dran, naja. Ich kann mit dir jetzt eh nicht viel machen. Das Problem ist, dass ich mit euch nicht mehr viel machen kann. Die restlichen sind jetzt alle hier schon. Ich lasse jetzt... Ah, doch, komm, ich pack dich mal hier mit rein. Mrs. Bär, Mr. Bärchi, nicht Mrs. Bärchi, Mr. Bärchi. Und gut, jetzt kommt sie noch. Jetzt kommt drauf an, wo du hingehst. Nein, nicht auf Torus. Torus will ich hier hinterstellen eigentlich. Weißt du, was wir mal machen könnten? Ich glaube, mit Torus könnte ich die hier wegpappen. Und wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt hier hingehe, würdest du mir mal den nochmal anzeigen? Wenn ich jetzt da hingehe. Oh ja. Yeah. So. Euch beide könnte ich jetzt ganz... Oh, warte mal. Joa. Hopp mal her, ihr meine Freunde. Kann ich nämlich das hier noch machen? Und... Naja, komm. Machst du den ja auch noch. Fuck. So. Du könntest doch... Nein, geh doch... Da. Geh doch... Ja, klau mir meine XP. Nö, diesmal nicht, weil ich sehe sie ja schon, wo sie sind. So, Annegret, oder? Könntest du mal ein bisschen Happele-Happele machen? Oh. Oho. Ja, Mr. Berchi. Nicer. Du haust auch nochmal schön drauf. So, jetzt kommt sie nämlich. Sie könnte jetzt von einem von beiden. Nimm doch den vom Bogenschützen. Nimm doch den vom Bogenschützen. Nein, du haust auf einen. Ach. Achso, ich kann trotzdem damit schießen? Das ist ja cool. So, haben wir noch irgendwo einen hier gehabt? Verdammt. Wo ist denn der? Hier hängt... Ach ja. Ja. Nee, wir lassen keinen kommen. Ja, weißt du, was das Doofe ist? Du stell dich mal hier rein. Nein! Bart habe ich auch schon genutzt. Das war eine köstlich schlaue Aktion von mir. Eine köstlich schlaue Aktion. Warte mal, ich habe aber... Warte mal. Wo ist Yoshida? Yoshida, das kostet mich zwei. Nö, dafür bin ich jetzt zu geizig. Ich weiß, muss ich nicht und so weiter. Aber ach, Leute. So, dann machen wir mal das so. Juli Reis kann auch noch dahin. Wir erhellen den Raum für diese eine Person. Der hier stört mich gerade ein bisschen. Der Greta aber auch schon. Mr. Berchi, ab in den Hintergrund. So, jetzt schauen wir mal, wo der hingeht. Nischelle! Du Schwein, du. Immer auf die arme Shelly. Na gut, wir können jetzt nichts machen wegen dem hier. Gerda sitzt auch noch da. Manchmal habe ich einfach nur so dabei, weil ich die irgendwie süß finde.
Schade, dass man die Ratten ja aber so sozusagen mal einsetzen kann, dass sie dann dabei sind, so als freundliche Unterstützung. Weißt du, du kannst ja jetzt mal hier hingehen und dann kannst du einfach mal das hier machen. So, fertig. Arme Sally. Alles reparieren, ach du Heilige. Ich glaube, wir müssen demnächst auch mal wieder... Ihr habt den Titel Trickreiche Tüftler 3 freigeschaltet. Ein paar Erfolge ist auch mal was. Ey, wir sind so klein unterwegs. Ich bin gerade mal bei 50% meiner Erfolge. Also das ist ja auch immer noch heftig. Untersuchen. Codex? Halsband der Treue. Jedes Mal, wenn diese Einheit einen Gegner tötet, erhaltet ihr. Das ist auch cool. Was habe ich meinen Bärchis gegeben? Ist über die Einheit, ihr Maxi. Ach so, wobei ich finde die besser, so was sie da haben. Ach, ich finde es besser. Aber weißt du was, du Gerda kriegt erstmal hier ein schönes Halsbändler. So. Gerda hat ein schönes Halsbändler bekommen. Oh, guck mal, hier ist auch nochmal was. Diese Krieger wurden zur selben Zeit wie die Leichname des Hauptgrabes beerdigt. Schwer zu sagen, ob das eine Art Ehrung oder ein Opfer war. Ja gut, es war öfter schon mal so, dass das, nicht hier in dem Spiel, das weiß ich ja nicht. Aber früher wurden ja auch manchmal die Hauskrieger und sowas mit beerdigt dann, ne? Also gab es das schon. Okay, hier habe ich jetzt auch nichts gefunden. Alte, vom Motten zerfressene Vorhänge und ein Gewirr aus Spinnenweben versperren den Weg. Anzünden. Die Spinnennetze gehen in Flammen auf und der Weg ist frei. Okay, warte mal, jetzt fehlt mir aber ein Ding fehlt mir jetzt hier, Leute. Mir fehlt jetzt eine Sache. Irgendwo habe ich es... Das ist immer mit diesem Fackelschein so ein bisschen problematisch, dass man das nicht alles sieht. Irgendwo habe ich einen Punkt übersehen. Ich habe einen Punkt übersehen, damit ich das Rätsel lösen kann. Den haben wir ja, genau. Den haben wir. Ach ja, stimmt. Ich habe hier noch was, was ich freischalten muss. Neues schönes Öl. Was ich gar nicht so schlecht finde. Also das ist jetzt nicht das Ding. Hier hatte ich glaube auch einen gesehen. Ne? Oh, guck mal, hier ist noch was. Götzenbild der Ahnen. Verringert die Anzahl der Schrecken, die bei diesem Gefährten bewirkt werden, am Ende seines Zuges um 1. Okay. Ich sehe nicht. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, als ich ja immer so überall durch bin. Aber ich sehe das nicht. So, warte mal. Ich glaube, ich muss jetzt dann rechts rein. Ich kam jetzt gerade von hier. Muss jetzt hier nochmal rein. Ich habe jetzt den blauen und den roten. Ah, guck mal, da. Nee, da ist. Das habe ich ja immer noch nicht da. Hahaha. Ah, guck mal, da. Sind doch 3, oder? Geh mal du kurz da bitte ran. Genau, den haben wir und den haben wir. Was mir fehlt, ist der gelbe. Und es ist halt schwierig, manchmal bei diesen dunklen Dingern zu erkennen. Zumal das Lichtchen nicht so gut funktioniert. Müssen wir echt mal ordentlich absuchen hier. Da ist alles nix. Das hatten wir bei einer allerdings, hatten wir da auch was, ne, wo wir diese Saphire reinsetzen mussten. Ärgerlich. Okay, dann gehen wir da mal wieder lang, bis wir alles gefunden haben. Ach, guck mal, da haben wir noch was sich erkundet. Siehst du, irgendwo war da, mir war das bewusst, irgendwas hatten wir doch noch nicht gemacht. Da ist es gelb und auch dieses, genau. Es ist blau und gelb haben wir. Dasselbe Zeichen. Ich wollte schon sagen. Oh, guck mal hier. Er hat einen Bogen gehabt und sie einen Speer. Ihr habt die Rune See entdeckt. Wäre interessant, wenn wir mal einen richtig coolen Speer bekommen. Also wir haben schon mit den Pilumen schon ein ganz cooles Ding. Aber okay, also wir können nur noch das und den da. Okay, aufbrechen. Bin ja mal gespannt, ob sie den hier auch aus dem Grab geklaut haben.
2 Artefakte wären auch was Cooles. Aber wir haben ja schon ein cooles Artefakt, Wäffler. So, jetzt schauen wir mal hier rein. Auch hier? Kein Leichnam? Verdammt! How on earth did the scholars manage to plunder both sarcophagi so quickly? What? Wie um alles in der Welt konnten die Gelehrten die Sarkophage so schnell plündern? Was? We must find them before they take the remains to Alizar. Quickly! They can't have gone far. Wir müssen sie finden, bevor sie die Überreste nach Alizar bringen. Schnell! Sie können nicht weit gekommen sein. Ja, machen wir auch gleich, aber erstmal müssen wir jetzt hier Arofa wieder mal heilen. Also wir heilen ihn mit unseren Sachen natürlich. Ist jetzt zwar nicht unser Gefährte, aber warum? Wir müssen ja nicht so böse damit umgehen. Ja, okay, das haben wir ja schon. Gut, ich glaube, hier war jetzt auch nichts mehr weiter zu finden, ne? Ja, wir gehen auch gleich. Ich würde nur mit dir ganz ehrlich kurz sagen, wir würden kurz das Rätsel da einmal mal lösen, dass wir da auch das drin haben. Okay, rot hatten wir gesagt, war das Dreieck. Genau. Und gelb und blau waren das da, ja. Genau, fertig. Da. Die Menschen rastet ein um die Tür und die Tür öffnet sich. So, jetzt laufen wir nochmal eine Runde. Wunderpro kommt jetzt nochmal ein Kampf. Die Atmosphäre ist angespannt, eure Gefährten spüren, dass sie beobachtet werden. Ein Gefäß zerbricht auf dem Boden und verrät die Kreaturen, die eure Gefährten gefolgt sind. Stufe 9. Okay, gut. Na, dann bin ich jetzt mal gespannt. Das ist nochmal so ein kleiner Kämpfer am Ende. Danach müssen wir uns ja eh ausruhen. Was ist schon krass, ne? Wie lange das eigentlich alles dauert. Okay. Also das ist ja schon wieder richtig... Erstmal tausche ich dich aus. Du stehst da draußen. Dann würde ich Torus hier mit hinsetzen. Ich hier mit hinsetzen. Badi Hade hier mit hinsetzen. Enol da mit hinsetzen. Warte mal, man kann ja mal gucken. Okay, wir können hier nach hinten laufen. Das ist auch immer ein bisschen blöd. Dann tauschen wir das mal so aus. Sully, du gehst hier mit rein. Hier habe ich jetzt Juli Reis. Ne? Ah, guck mal, Juli Reis können wir da. Dann stellen wir das da. Genau. Aber wobei, warte mal, stellen wir die so rein. Ach, das ist Yusida. Das ist Yusida. Da haben wir noch Quenior. Quenior Senior. Du kommst hier mit hin und Anna Greta kommt hier mit hin. Jetzt habe ich jetzt hier noch Diego. Ja, doch, passt trotzdem so. Okay. Machen wir das am besten. Anna Greta kommt erstmal hier so ein bisschen hin. Mehr Schützung. Mehr Schutz für Anna Greta. So, er weiß ja immer, wo es hingeht. Nee, er weiß es nicht. Was ist denn da los? Er weiß es nicht. Wir können ja mal eine Spähaktion machen. Da haben wir einen. Und da haben wir einen. Problem ist, wenn ich jetzt da irgendwas Feueriges mache. Also wir, hier haben wir 2 Leute, das wissen wir schon mal. Hier kannst du schon mal draufballern. Und wenn ich hier den mache, müsstest du doch tot sein, oder? Sehr schön. Jetzt kann ich nur leider nicht mehr laufen. Ach, da ist Juli. Okay, das ist kein Problem. Und da hat Yusida. Oh, okay. Jetzt ist jetzt nicht so das Problem. Pass mal auf, Juli kann ja als allererstes. Weißt du, was wir dann nicht machen? Zuerst machen wir einen schönen Feuerschlag. Dann brennt sie nämlich und ist vergiftet. Dadurch müssten wir die Ratte jetzt eigentlich ganz schnell wegballern. Und nochmal... Ich finde dieses Schwert so genial. Das macht so Spaß damit. Ja, machen wir so. Jetzt kommst du. Wo gehst du denn hin? Da unten habe ich dir doch schon die präsentiert. Nein, Gerda! Gerda. Verdammt. So. Sehr gut, dann lassen wir das nämlich so stehen. Mist. Und es war klar, dass der Diego das Ding abkriegt. Ja, aber weißt du was? Pief müsste doch... Ja, ich wollte ja schon sagen, Pief haut euch ja gleich gut rein. So, fertig. Ah, okay, hier ist nochmal einer.
Könnte ich mit Yoshida bis dahin rutschen? Aber ich habe jetzt keine Möglichkeit, mich von dem zu entledigen, ne? Ah, gut, ist ja nicht schlimm. Dann machst du den hier noch. Und jetzt könntest du ja zumindest schon mal hier hingehen. Oh, könnte jetzt ein Fehler gewesen sein. Ne, okay, es geht doch. Und du hast ja gar nichts gebracht hier. Meine Priester. Dann machen wir das ganz einfach, aber. Und zwar wäre er so jetzt mit ihn ein bisschen zusammenbabbeln. Und dann kannst du hier den Ding noch aufschmeißen und dann ist auch gut. Verdammt viele, ne? Jetzt da. Oder oh, schon wieder auf Diego. Das war ja irgendwie klar. Horus, Horus. Hier müssen doch irgendwie noch welche sein. Ah, guck mal einer an. Was wir hier haben. Ja. Gucke an. Und dann machen wir den noch. Also war hier eine ganze Menge drin, ne? So. Oh, guck mal, da kommt schon wieder jemand. Noch ein Nacktmull. Sorry. Stell dich mal so ein Stück da rein, bitte. Und bleib mal da. Nein, du bleibst jetzt da. Wieder zurück. So. Ah, dann noch einer. Die werden da hinten irgendwie ausgeschwichen. So, pass mal auf. Ah, jetzt habe ich da unten wieder Licht weggemacht, ne? Ah, Mist, das reicht nicht. So, dann machen wir das so. Dann machen wir das so. Und so. Sehr gut. Gibt nochmal einen Point. Ich ziehe mal hier ein bisschen zurück. Ah. Ah ja, ist dunkel jetzt hier, ne? Das ist halt immer das Blöde. Nein, stopp, was mache ich denn da? Stell dich mal bitte hier ran. So. Denn das Problem ist, ich habe für ihn kein Öl gehabt, wo er das machen kann. So, aber jetzt kannst du das hier auch machen. Sehr gut. Und stell dich mal so ein bisschen davor, falls jetzt da noch einer kommt. Okay, die sind also alle hier oben. Interessant. Hat der einen Retourschlag? Wiegt sich aus, aber dunkel hat sie Anfälligkeit. Jedes Mal, wenn diese Einheit der Gesundheit eines Tieres Schaden zufügt, sie eine Menge des verursachten Schadens. Okay, die dürfte jetzt eigentlich nicht mich nochmal Retour beschäftigt. Okay. Und dann beißen wir mal drauf. So. Da kommt denn noch einer? Ihr wollt mich jetzt hier wirklich echt, das gibt's doch gar nicht. Wen habe ich denn noch? Ich habe nur drei Leute offen. Mädchen ist noch offen. Mr. Bärchen ist noch ein bisschen offen. Ach du Heilige, was denn hier los? Ja, Body HD müssen wir. Warte mal, stopp. Machen wir das hier. Zumindest holen wir uns nochmal zwei Punkte wieder. So, dann machen wir das hier. Dann muss ich das hier auch nochmal machen. Jetzt sehe ich ja gleich, wo der Rest herkommt. Ne, der eine sehe ich jetzt nicht, wo der herkommt. Ne, das war natürlich klar. Das ist halt wichtig. Du bist dran, ne? Okay. Der hier ist nämlich, der muss so schnell wie möglich weg. Du hast jetzt das. Du könntest damit den Schaden so zufügen. Sehr gut. Dann kannst du das hier machen. Und das hier machen. Sehr gut. Dann passt das schon mal. Dann könntest du dich schon mal hier so ein bisschen hinstellen. Ja, bleib da stehen einfach. So. Was ist mit dir? Guck mal eine an. Guck mal eine an. So, jetzt habe ich euch auch schon mal festgesetzt. Kann ich irgendwie sie retten? Nee, kann ich nicht. Drohliches Knurren. So. Der hat leider jetzt auch keinen Doppelhit, ne? Hat er erst danach. Ja, ich glaube, wir verlieren heute schon wieder Gerda. Mit diesem Dunkelheit-Ding, ey, das ist, da kriege ich eine Krise. Da kriege ich echt eine Krise. Ich komme auch nicht bis da hinten ran. Nee, die werde ich verlieren. Die werde ich verlieren. Habe ich leider gar keine Chance.
Ne, da kann ich machen, was ich will. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich komme nirgendwo auch gerade ran, so, ne? Also es ist alles, alles doof hier. Weil hier sind die, glaube ich, auf einer Treppe. Ja, gut. Dann haben wir Gerda schon gleich wieder verloren. Müssen wir Gerda auf jeden Fall beerdigen. Ich hätte auch nie gedacht, dass die so, so schwierig sind, zu händeln, die kleinen Tierchens. Jetzt greifst du natürlich von hinten an. Ach du Heilige. Wir müssen auch auf die Cedar aufpassen. Als nächstes bist du dran. Okay, warte mal, das müssen wir jetzt anders handeln. Da muss jetzt lieber eher auf Yusida achten. Oh nein. Oh nein. Also hier wird es jetzt heftig. Der Kampf war ja wirklich mal heftig. Na gut, aber so hab ja auch gehört, dass es schwieriger geworden sein soll, ne? Das habe ich ja schon gehört. Dass das alles gar nicht so einfach geworden ist. Jetzt müssen wir hier echt gucken, dass wir das alles hinkriegen. Okay, hat sie noch überlebt. Aber sie überlebt halt nicht mehr. Und das ist das große Problem. Mist, ich hätte den Ruf machen müssen vor Yusida. Ich habe auf sie gar nicht so richtig geachtet. Ach Gott. Aber ich muss sagen, die Tierchen sind zwar an sich ganz cool. Aber genau das, was ich mich merke als Problem ist. Die sind wirklich, wenn du nicht gerade Alpha oder Bärchen hast, sind sie schon sehr schwach einzusetzen. Also das sind ja wie Glaskanonen. Gut, dass du auf den gehst. Gut, sie tötet dann und sie greift den an. Das ist halt leider so. Da kann ich jetzt auch nichts mehr machen. Lalalalalala. Verdammt. Oh. Ja. Verdammt. Hat's ja lange gehalten. Aber die haben halt auch wirklich kaum Konstitution, ne? Die haben kaum Konstitution. Wie gesagt, ich würde auch Tiere nie in den Kampf setzen wollen. Bin da wirklich einer, der eher sagt, Tierchen. So, pass mal auf, wer ist denn als erster dran? Als erster bist du dran. Mit deinem Angriff kann ich jetzt leider nichts machen, weil ich dann auch den daneben töten würde. Aber ich könnte den halt heraushauen. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Als allererstes mache ich Beifall für alle. Die kämpfen, haben Riposte. Und... ach shit, ich kann den nicht wegballern. Wenn ich den jetzt angreife, greife ich Sally an. Okay. Dann machen wir das Ganze jetzt anders. Komme ich mit Quenya jetzt dahin, wo ich hin möchte? Der hat wie viel? 24 Meter. Nee, warte mal, da mache ich es ja anders. Warte mal, wo haben wir dann? Genau, da bist du. So, dann machen wir das jetzt Ganze ganz, ganz anders. Das machen wir jetzt ganz anders. Als allererstes, tschüss. Dann bist du dran. So, du bist jetzt zumindest in Fight. Du kannst jetzt meiner Yusida erstmal nichts tun. Problem ist jetzt, da habe ich das Schutzhalsband von Sally, aber ich muss auf den da jetzt achten. Und jetzt als nächstes bist du dran. Gut, pass mal auf. Was wir nämlich jetzt machen? Du stirbst. So. Du gehst hier hin. Du hältst sie im Griff. Kann ich? So cool. Ach so, aber jetzt kann ich nicht mehr. Okay.
heilt sich aber nochmal. So, jetzt ist Nicey dran. Du tötest die auf jeden Fall jetzt erstmal. So. Danke, Nice. Nee, kann erstmal nicht weiter. Okay. So, warte mal. Jetzt kommt Mr. Berchi. Ich mag Bären und Wölfe halt lieber. Diese kleinen Rattentierchen, das sind zu viele wie Waldläufer. Wir machen jetzt aber noch Rettungsmission Sally auf jeden Fall. Das ist Fakt. So. Anna-Greta! Rette Sally! Kannst du nicht Wunden lecken auch bei ihr machen? So, Sally wurde erstmal gerettet. Erstmal. So, warte mal. Habe ich noch irgendeinen, den ich für ein paar Spezialeinsatzkräfte noch nutzen könnte? Der kommt nicht ran. Der kommt ran, aber nicht an den richtigen. Und Buddy Hardy. Warte mal, Buddy Hardy. Gehst mal hier hin, bitte. Buddy Hardy, gib mal hier hin, bitte. Und du machst das hier. Und jetzt machst du das. So. Damit ist der erstmal weg. Ja, 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 ihr könnt gehen. Hau dir ab. Ich hau auch ab. Ach, meine Güte. Gerda ist leider gestorben. Werden wir aber auch ordentlich begraben. Das machen wir auf jeden Fall. Wir haben sie ja hier rausgezogen. War Stufe 9. Aber hat im Endeffekt gar nicht so viel gebracht. Ne? Also muss ich schon sagen. Schade. Eure Gefährten sind müde. Es wäre ratsam zu rasten, bevor ihr weitermacht. Ja, machen wir auch gleich. Was haben wir denn hier noch aber? Guck mal, noch eine neue Runde. Da können wir vielleicht ein paar Bücher weiter übersetzen. So, haben wir das? Okay, hier haben wir nochmal ein... dieses Grab wurde kürzlich ausgeräumt. Man sieht immer noch die Abdrücke, die die vergrabenen Leichnamen und Waffen hinterlassen haben. Ey, das kann doch nicht sein. Die haben ja meine ganzen Sätze geklaut, ich meine Priester. So, können wir hier jetzt erstmal nächtigen. Schade. Schade, Marmelade. Also pass mal auf, wir werden ja jetzt auf jeden Fall gleich nochmal in den Kampf reinkommen. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall mit Crit. Wir machen auf jeden Fall mit Geschicklichkeit. Wir machen auf jeden Fall mit kritischer Trefferwertung. Und natürlich einen Marmeleintopf für Stärke. So, des Weiteren brauchen wir... Ah ne, wir haben ja schon, weil wir Marinade haben, haben wir schon Alkohol drin. Alkohol haben wir schon. Und jetzt gibst du hier nochmal zweimal Pilz dazu. Und warte mal, Fleisch trockengestellt. Du machst jetzt gerade die Ratten noch fertig, ne? Da kannst du ja wieder gleich aufpumpen. Da haben wir 31 Ratten. Und wo haben wir denn das? Kann ich dich eigentlich auch so lange einsetzen? Aufs Gerbgestell? Ja dann, abruf da. Bin damit. Viel zu viel Zeug schon wieder dabei, ey. So. Finde ich gut. So, dann würde ich sagen, machen wir hier auf jeden Fall Rasten. Wir gehen noch raus aus der Höhle hier und alles. Das machen wir auf jeden Fall. Und, ja. Möchte mit euch sprechen. Okay, warte mal. Traps. We almost had them. Mist, wir hatten sie fast. Ich war hoping we would find the gods' bodies here. But they really did take them. Ich hatte gehofft, wir würden hier die Leichname der Götter finden. Aber sie haben sie wirklich fortgeschafft. The scholars stole everything. Their weapons, scrolls, jewelry, everything. Die Gelehrten haben alles gestohlen. Ihre Waffen, Schriftrollen, ihren Schmuck, einfach alles. No, wait. Look down this hallway. They dropped some of their loot when they fled, which means we interrupted them. Nein, wartet. Seht doch nur, in diesem Gang, sie haben bei der Flucht einen Teil ihrer Beute verloren. Das heißt, wir haben sie gestört. If there's still a chance to catch them, we must try. Let's get out of here. Quickly. Wenn noch die Chance besteht, sie einzuholen, müssen wir es versuchen. Nicht weg hier. Los! Okay. Ja, sie wollten entkommen. Wir holen uns das aber, denn wir wollen die Sachen haben, ne? Also, ist ja wohl Fakt klar, dass wir uns die Sachen holen wollen. Und das machen wir jetzt auch. Wir rennen jetzt hier raus. Da lang nochmal. Und dann da lang. Und jetzt holen wir uns die Schweinepriester. Aber ich weiß nicht, ob wir es gleich jetzt in der Folge... Oh! Stop right there. Halt! Bleib sofort stehen! Was zum... Oh, beim allsehenden Auge. Ihr schon wieder. Lauft ihr einfach mit eingezogenen Schwanz davon, Gelehrte? After unleashing the beast on Luden,
desecrating the tomb and stealing the bodies of our gods. You have the nerve to make off like thieves. Nachdem ihr die Bestie auf Ulrin gehetzt, das Grab entweiht und die Leichname unserer Götter gestohlen habt, besitzt ihr noch die Frechheit, euch wie Diebe aus dem Staub zu machen? Mercenaries, will you bring justice to Ludern and its trackers? Söldner, werdet ihr Ulrin und seinen Fährtenleser Gerechtigkeit widerfahren lassen? Ja, aber sowas von. Die bomben wir jetzt weg hier. Okay, habt ihr heute eine extra lange Folge. Aber auch nur, weil es nicht anders geht. Weil ich will ja auch mein Loot hier haben. Ja, also wir haben Gerda verloren und jetzt will ich dafür auch mein Loot haben. Und dafür werden wir jetzt hier gleich mal reinbabben. Könntest du das bitte wegmachen? Danke, das weiß ich. Das ist. So, wir haben hier einen Rekrut, wir haben hier einen Koloss, wir haben hier einen Eiferer. Was haben wir hier noch? Hier haben wir den Schützenmeister, Professoren und die Wache. Die stehen hier hinten. Die sind also erstmal noch gar nicht relevant. Okay. Und warte mal, hier haben wir auch nochmal welche. Koloss, Rekrut, Eiferer und hier haben wir einen Schützenmeister. Jetzt muss ich mal gucken. Als allererstes ist der Koloss dran. Ne? Wenn der Koloss als erst... Oh nein, ich habe die Schilder noch nicht umgetauscht. Ich kann mir auch die Schilder. Ja, Dummisch. Wir kämpfen ohne Schilde. Pass mal auf. Aber wir haben Hilde. Hilde ist da. Hilde macht das. So, wir haben jetzt aber als allererstes, würde ich gerne mal gucken. Ich brauche meinen Taurus Horus. Wo ist Taurus Horus? Du bist der Erste, der entscheidet. Wenn du jetzt da ranläufst, du könntest nur die oder die halt ranziehen. Wenn du die beiden ranziehst, hättest du sie beide dann da. Am besten wäre es aber, wenn wir mit Juli hier rangehen, den Koloss binden. Ne, warte mal, der Eiferer macht... Ach, voller Konter. Gift. Oh, Juli hat schon mal ihren Gegner. Juli wird auf den Eiferer gehen. Dann habe ich aber hier noch einen Eiferer. Was kann ich denn hier noch machen? Könntest da noch mal ran. Könntest die beiden machen. Okay. Ich habe jetzt nur die Fährtenleserin hier, ne? Das ist auch ein bisschen schwierig. Warte mal, da könnten wir aber eins machen. Ich würde Pief hier reinsetzen. Ich würde Nice hier reinsetzen. Und Mr. Bershi könnte sich um die Wache kümmern. So. So, dann haben wir noch Buddy Hardy. Der würde von der Position sehr gut funktionieren. Und die Wache hat Schutzschicht. Ja, die haben alle mit diesem Gift und sowas. Ach, meine Güte, ist das anstrengend. Ach, ja. Okay, pass auf. Als allererstes bist ja du dran, ne? Das könnten wir mit Taurus beides händeln. Wobei ich dann gerne Mr. Berchi auf dem Tank dann bei einem von den beiden hätte. Warte mal, was machst denn du? Wird ausgelöst, wenn diese Fähigkeit einen kritischen Treffer reinballert. Keine Abwehr hat. Er hält jedes Mal, wenn sie angreift, 2 Rage. Okay. Eifor ist dann noch im Zug. Der wird wahrscheinlich auf die Fährtenlesermeisterin gehen. Und dann könnte der und der dann noch draufballern. Aber warte mal, da fehlt mir noch was. Ne, den würde ich gerne hier lassen. Bardi können dann noch ruhig ballern. Dann haben wir hier noch einen Diego. Diego wäre auch noch ganz gut. Genau, Diego kommt hier auch noch rein. Da kommst du so und so. Genau, okay. Passt. Wackelt und hat Lüft. Also, wer als erstes wird jetzt der Taurus Horus geht dann so. Zieht sie dann ran. So, dann ziehe ich erstmal ran. Hey, warum ziehe ich den nicht ran? Ich war doch da... Ach, na egal. So. Dann hat der auf jeden Fall erstmal schon alles runter. Warte mal. Ich habe noch 8 Meter, ne? Ne, wenn ich jetzt das auch noch mit Feuer mache, wäre auch blöd. Ich kann den Rekruten aber schon mal extrem... Horus! Was war das? So, ich würde jetzt Taurus aber erstmal hier hinstellen. Jetzt warte ich erstmal auf sie. Sie geht jetzt auf. Ja, gleich auf den hier, ne? Gleich auf den da. So, dann bist du jetzt dran. Ne? Da würde ich gerne mein Mr. Berchi hinsetzen. Und du kannst erstmal schon mal draufballern. So. Gut. Die Stabilisierung. Ist jetzt nicht schlimm. Passt. Als nächstes ist der Eiferer dran. Problem ist, ich muss den Eiferer erstmal gewähren lassen.
Danach wäre der Schützenmeister dran. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Das können wir aber ganz easy lösen. Ich würde als allererstes mir das so machen. Trupp anspornen. Ja, ich krieg 2 Punkte erstmal nur. Dann würde ich gerne loslaufen. Wenn ich den bisschen in der Richtung nehme. Ja, wenn ich den jetzt in der Richtung nehme, könnte der bis dahin durchgehen. Aber ich will ja die beiden ja haben. Na okay, machen wir so. Sehr gut. Und jetzt kriegst du den. Au! Leute, was ist denn los mit euch? Ich ist ja schon wieder, So, was machst du jetzt? Das ist die Frage. Oh. Okay, also wäre das jetzt hier was für, ja doch. Dann machen wir das so, dass ich dich daran schicke. Ich mache hier auf bedrohliches Knurren. Und dann haust du einmal drauf. Genau. Stimmt, der hat ja eine kraftvollen Konter. Aber ist nicht schlimm, wir machen das schon. So, jetzt bist du. Problematisch ist, dass der jetzt dann angreifen wird. Ne? Und der hat ja dann Schlamm und macht einen Bereich fertig. Ach Mist, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einen Fehler gemacht. Okay. Um den Fehler aber auszubügeln, schicke ich jetzt Annegreta erstmal weg. Weil jetzt kommt der und macht auf jeden Fall seine random Shot-Attacke da auf alle. Und gut, dass ich ihn weggenommen habe. Weil jetzt hätte Annegreta nämlich auch noch getroffen, aber so geht das noch. So ist es okay. So, jetzt kommt erstmal die Professorin. Die macht mir jetzt erstmal noch nicht so viel. Danach ist der Schützenmeister da hinten. Der Koloss als nächstes dran. Okay, dann würde ich sagen. Dann machen wir als allererstes den. Damit ballert der nochmal drauf. Und dann macht der den. Sehr gut. Haben wir den erstmal wieder ein bisschen zurückgekickt. Weil, falls der nämlich jetzt da rangeht, kann der nicht so viel machen. So, sie muss jetzt erstmal in unseren Kampf laufen. Das ist gut, dass die da alle hinten stehen. Dann haben wir erstmal ein bisschen Ruhe. So, you see da. Als nächstes wäre die Wache dran. Okay, das ist noch alles sehr gut. Und dann ist der Koloss dran. Okay, da kann ich jetzt auch erstmal noch nicht viel machen. Die Wache könnte sich mit Hilde bollern und der, ja, Eiferer, genau, der Eiferer, das ist Julis Ding. So, dann machen wir das auch. Den wird Juli sich nehmen. Dafür können wir jetzt mal das machen, damit der Feuer fängt. Ach nee, der fängt ja gar kein Feuer, wa? Ach Mist. Wow. Der fängt ja gar kein Feuer. Ja, da habe ich was übersehen, wie immer. Ach, die haben ja genau dasselbe wie Juli dann in dem Sinne. Aber. Ach, ich komme nicht bis ran, ne? Na egal, dann machen wir das so. So. Und den hier würde ich mir gerne aufheben für die nachher dann. Weil wir nachher das dann nämlich nochmal alles bewegen können. So, jetzt kommst du. Du greifst ja jetzt an. Nächstes ist die Wache dran, ne? Dann ist die Wache dran. Okay, und das ist was für Hildchen. Hildchen wird jetzt wieder mal ein Wildchen und ballert erstmal. Lululululululu. Hildchen. Und mal gleich die Wache weg. Ach, ich liebe diese Einheiten. Ich liebe meine Einheiten. Die machen einfach ja, ein... Mausi-Bausi. Ein Schmäusi-Bäusi machen sie hier. Einfach mal bam, bam. So, okay. Ich würde sagen, Hackerlock kann jetzt hier mit ran. Und dann kann er erstmal hier von hinten ein bisschen draufballern. Und dann kann er erstmal sich versuchen, ein bisschen zurückzuziehen. Schützenmeister am Zug. Rekrut am Zug. Okay. Hey Sally. Hast du Appetit? Gut.
Oh, jetzt komme ich aber nicht mehr weg, ne? Verdammt. Oh, weißt du was, ist gar nicht so schlimm. Weil mit ihr kann ich von da beide Bereiche gut abarbeiten. So. Und dann... Nein! Mann, ich wollte das wegdrücken. Aber gut, sie hat sich nicht beschwert. Gut. Oh Mann. Aber irgendwie hakelt es schon. Also ich merke wirklich, dass bei mir meine Graka sich wahrscheinlich zu weit erhitzt, habe ich das Gefühl. Muss man auch gucken. Durch die warmen Temperaturen, die ja jetzt da herrschen, habe ich das Gefühl, dass da sich das ganze Ding jetzt wirklich zu sehr erhitzt. Ja, Prozessortemperatur ist viel zu hoch. Dadurch habe ich diese Hakele. Da muss ich echt mal gucken, wie ich das wieder hinbiege. Aber das kriegen wir schon, mache ich dann mal wieder zwischen den Folgen. Ja, das ist halt der Nachteil bei Labos. Bei Laptos Schlaptops. So, pass mal auf. Hier ist jetzt ja gar keiner weiter, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich stelle den noch ein bisschen nach da. Und wenn ich nachher das bekomme, dass ich die hier alle umboxen kann, das wäre natürlich auch eine ideale Sache. Die stehen nämlich alle ganz gut. So, jetzt ist die Frage, was machst du? Okay, der macht das. Der miese Fiese. Gut, dann Hackerle, kannst du erstmal hier reingehen. Schön von hinten. Und jetzt kannst du das hier noch machen. Und jetzt kann sie nämlich nochmal draufhauen. Oh, warte mal, kriege ich ihn damit tot? Oh ja. So, mein Freund. Damit haben wir das hier hinten auch schon mal ein bisschen ausgedünnt. Ich muss gucken wegen meinem Prozessor, dass ich den wieder nach unten schraube von der... Okay, warte mal. Könnte ich bis dahin rankommen, dass ich die Beine erwische? Guck mal, er kommt bis dahin. Wenn ich jetzt... Warte mal, ich mache jetzt mal eine Kleinigkeit. So, Yoshida geht schon mal in die richtige Richtung. Verliert jetzt leider ein bisschen Leben, weil ich da gefehlt habe. Komme ich mit dir bis da ran? Nein, komme ich natürlich nicht. Okay, dann lasse ich sie noch weiter ranlaufen. Dann kümmere ich mich jetzt mal hier unten drum. Was haben wir denn hier so Schönes? Ich würde sagen, du gehst hier mal ran und kannst dann hier auf jeden Fall mal das machen. So. Jetzt heilst du dich natürlich. So, sie läuft jetzt ein bisschen näher. Ich glaube, das müsste aber noch passen. Ja, die Graka, die hat sich gut hier erhitzt. Viel zu gut erhitzt. Das ist, darauf muss ich halt ein bisschen achten. Als nächstes wärst du ja dran, ja? Sagst du? Du wärst dran. Okay. Wenn du dran wärst, dann würde ich jetzt das hier machen. Dann mache ich auf jeden Fall schon mal das hier. Dann beenden wir den Zug. So. Und dann kannst du bis hier hinlaufen. Und kannst das hier schon mal machen. Sehr gut. Damit ist das auch schon mal fast geritzt. So, jetzt kannst du ja den da angreifen, bitte. Sehr schön. Oh, guck mal, Greta hätten wir auch noch. Und Greta kann sich hier noch hinterstellen. Dann kann ich jetzt mal hinter den Rekruten angreifen. Oh, warte. Ja. Ich bin auch schlau. Ich habe nicht geguckt, ob der... Warte mal. Fügt dem Ziel... Aber er hat jetzt hier so ein Ding drumherum, ne? Annegreta, also versuchen wir noch ein bisschen rauszugehen. Die Schadensmöglichkeiten, die sie jetzt mittlerweile haben, die werden immer heftiger. Immer heftiger. Ja, meine Schwankungen sind wirklich krass. Also es ist der Prozessor, das merke ich schon. Der läuft wirklich einfach mal arg heiß. Da muss ich jetzt wirklich mal ein bisschen was gegen tun. Aber das kriege ich schon hin. So, Hackerle. Hackerle kann bis da ran, aber nicht weit genug. Bart würde ich auch noch warten lassen. Wie weit kann Hildchen? Dann kann ich Hildchen hier auch erstmal bis dahin schicken. Aber dann warte ich bis hier erstmal die anderen. Na Mann, wann bist du denn dran? Boah! Hier müssen wir noch aufpassen, aber das müsste sich ja danach ausgehen. So, du hast ja auch schon eine weite Reichweite. Ja, 6 sind noch offen. Das kriegen wir jetzt noch alles hin. Wir haben heute wirklich mal eine extremst Folge gemacht.
Ja, Sully, du kannst erstmal nach da gehen. Machst du das? So, jetzt ist der nämlich dran. Ne? Die Noldi geht mal nach da. Die Schützenmeister durften uns noch nicht großartig erwischen. Genau, da, der ist noch dran und der muss ich abwarten. Danach kann ich erst den anderen einsetzen. So. Bart kann ich dann auch erst einsetzen. Juli reist. Du kannst noch bis hier mit hingehen. So. Wenn der sich nämlich jetzt zu dem stellt und der andere jetzt auch noch dahin stellt, dann haben wir das getroffen. So, warte mal, wen haben wir denn noch offen? Ich habe jetzt noch 3 Charaktere. Also ist jetzt nur noch Hackert der nächstmögliche. Gut, dann geht Hackert hier auch noch mit hin. Weil jetzt kommt er dran. Wenn er jetzt noch bis da hinein sich packt. Ja. So, mein Quenio, das ist doch genau das, was du möchtest. Ne? Das ist doch genau das, was du möchtest. Guck mal, jetzt kannst du dich hier richtig austoben, mein Kleiner. Oh, der ist schon weg. Oh ja. Oh ja. Jetzt gehst du noch ein Stück heran. Jetzt kannst du noch den hier machen. So, und dann machen wir das hier so. Und jetzt können wir mit Buddy Hardy, der kann nämlich dann auch schon mal hier hin. Der kann schon mal das hier machen. Verwundbarkeit und auf Wiedersehen, mein Freund. So, Merda, komm mal näher. Bin ja mal gespannt, was du jetzt machen wirst. Da stehen bleiben. Okay. Ach so, also du kannst doch jetzt das hier machen, ne? Genau. Das war schön. So, dann kannst du... Lol. Hier war doch vorhin gar kein Schlamm. Ist das durch den Blitz... Hat sich das durch den Blitz jetzt eingestellt? So, Anna-Greta. Dann kannst du jetzt mal darauf beißen. Und dann gehst du mal hier hin. So. Lieber Hackerle. Hackerle. Machst du? Nö, Fräulein. Erst die ganzen Schätze klauen und dann von hinten rennen, ja? Oh, weißt du, was ich jetzt noch machen werde? Ho, guck mal hier. Aber gefangen nehmen kann ich sie nicht, ne? Ach, selbst wenn, würdest. Wollen wir sie gefangen nehmen? Nö, wollen wir gar nicht. Strafe für Frau Doktor. Nee, Frau Professor. Professorin. Strafe für Frau Professorin. Oh, was haben wir denn da? Skalpell? Dann gibt's hier Morion des Kolossos. Mit 3 Helmen aller zarischen Soldaten. Solange diese Einheit keine Abwehr hat, erhält sie. Blablabla. Okay. Das. Und dann war auch nochmal das. So, dann können wir hier einmal alles reparieren. Dann machen wir weiter. Jetzt quatschen wir mit ihr. Wir haben es geschafft. Ihr habt es geschafft. I would love nothing more than to invite you to a great feast to celebrate this victory. But there's still much to be done. The artifacts and bodies stolen by the scholars must be returned to their rightful place. Mir wäre ja nichts lieber, als euch zu einem großen Fest mal einzuladen, um diesen Sieg gebührend zu feiern. Aber es gibt immer noch viel zu tun. Die von den Gelehrten gestohlenen Leichnam und Artefakte müssen an ihren rechtmäßigen Ruhestätte zurückgebracht werden. Here's your reward, as promised. I would also like you to have the God's Relikte. Hier ist eure Belohnung, wie versprochen. Außerdem möchte ich euch gerne die Relikte der Götter überlassen. Niemand hat sie mehr verdient als ihr. Schatz der Ahnen und Schatz der Ahnen zweimal. You protected us from the scholars and the beasts, while keeping the gods safe. Who else, if not you, could be called children of Harak? Genial, wir sind jetzt Kinder von Harak. Das freut mich. Ihr seid nur Teil unseres Volkes und das meine ich ernst. Ihr habt uns vor den Gelehrten und der Bestie beschützt und gleichzeitig unsere Götter bewahrt. Wer hätte es mehr verdient als ihr, sich Kinder von Harak zu nennen? Dankeschön, ihr habt das Schicksal von Uldren abgeschlossen. Es wird Zeit, weiterzuziehen und andere Gefilde zu erkunden.
Ich quatsche jetzt nochmal mit dem. Ich glaube, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Hier trennen sich unsere Wege. Ja, na klar, du wirst jetzt hier aufpassen und sowas. So, wir haben es geschafft, meine Freunde. Es hat jetzt alles eine extrem Überlänge gedauert und sowas. Aber ich bin da ganz ehrlich der Meinung, ich wollte einfach die Geschichte mit euch zu Ende spinnen. Hier jetzt ein Cliffhanger oder sowas, da bin ich immer kein Freund von. Und es ist halt das Schöne, wenn man halt selber das alles macht. Man kann halt das selber bestimmen. Und das liebe ich ja einfach. Wenn man selber Let's Plays macht, kannst du einfach sagen, so und so und so sieht's aus. So, pass auf, wir machen Schatz der Ahne. Das werden wir jetzt in den nächsten Mal auf jeden Fall durchlaufen lassen. Des Weiteren haben wir jetzt ja dann die neuen Kodexe, die wir jetzt dann auch nochmal da reinpacken können. Oder warte mal, müssen wir jetzt erstmal, nehmen wir nochmal kurz raus. Kodexverwaltung. Hatten wir hier nicht noch irgendwas? Entschlüsseln. Ihr habt den Kodex erfolgreich entschlüsselt. Wenn ihr alle Kodexe dieser Sammlung entschlüsselt habt. So, jetzt haben wir aber alle. Was können wir jetzt machen? Das bringt der, der und das. Der Ruhm des Baumeisters kommt auch der Stadt zugute, selbst wenn man seinen allgewissen Zynismus nicht erwehren kann. Wenn man die Bürger sieht, die sich um das Ufer des Sees versammelt, um mit offenen Mündern und leeren Taschen in die Hallen hinabzusteigen, um einen einfachen Meister zu betrachten. Okay, das haben wir jetzt erfüllt. Warte mal. Hier können wir noch nicht entschlüsseln. Den haben wir schon entschlüsselt. Den können wir entschlüsseln. Wie cool ist das, wenn ihr alle kurze Sammlung entschlüsselt habt, werdet ihr den Hinweis verstehen. Das ist irgendein Ding, wo wir das... irgendwas müssen wir später wahrscheinlich machen. Da müssen wir noch wiederherstellen. Den haben wir ja neu gefunden. Den können wir entschlüsseln. Da könnt ihr mir gerne auch was in die Kommentare schreiben. Wenn ihr da irgendeinen Tipp oder sowas habt, was diesbezüglich bedeuten soll, ne? Könnt ihr gerne mal reinschreiben. So, jetzt machen wir aber das dann demnächst fertig. So, aber für heute war es erstmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt mir so was Feines und ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns hier genau an der Stelle wieder in der nächsten Folge und werden dann einfach mal noch die letzten Punkte hier auf jeden Fall in Uldren beenden. Wir haben noch zwei Punkte offen. Und zwar haben wir einmal das Rattennest und haben wir einmal noch das Liebestoll. Wir werden also in der nächsten Folge uns wahrscheinlich hierhin begeben und werden sie besiegen. Wir müssen sie dann besiegen. Das ist jetzt das nächste Ziel. Und wir werden die Pestratte, die wir ja gefunden haben, die Gerda, die werden wir dann hier oben am Nest dann halt auch vergraben. In der Nähe ihrer Freunde. Und dann gucken wir mal, was wir dann noch so machen. Aber es hat ja auch eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, nachdem ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.